Die Schöne und das Biest. Ja, ich war im Kino und habe mir Die Schöne und das Biest für euch angesehen. Die Neuverfilmung, auf die ich mich riesig gefreut habe, weil ich das Original so geliebt habe. Und ja, ich dachte, das könnte vielleicht was werden mit Emma Watson in der Hauptrolle. Und wie ich den Film so fand, das erfahrt ihr nach dem Intro und dem Trailer. Komm ins Licht. Zeig mir das Mädchen. Seht sie euch an. Was, wenn sie die eine ist? Die eine, die den Bann bricht. Hallo! Du kannst sprechen. Selbstverständlich kann er sprechen. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Der Herr ist gar nicht so übel, wenn man ihn erst mal kennt. Wir töten das Biest! Denk an deinen allersehnlichsten Wunsch. Sieh ihn nun vor deinem inneren Auge und spür ihn in deinem Herzen. Nein! Hab keine Angst. Ich habe keine Angst. Ja, die Handlung dürfte eigentlich jedem bekannt sein, aber für all die, die es nicht mehr auf dem Schirm haben, umschreibe ich es noch einmal. Es geht um Belle, die gefangen wird von dem Beast. Und ja, über den Film hinweg verliebt sie sich vielleicht in das Beast. Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte von Die Schöne und das Beast. Hier haben sie es verfilmt mit Emma Watson als Belle. Und ich muss sagen, es ist eine sehr schöne Besetzung. Sie kommt, sie bringt diesem Charakter ein bisschen mehr Stärke, sie verleiht ihm Stärke, die es im Original vielleicht nicht unbedingt hatte. Das mag auf der einen Seite, finde ich, eine sehr schöne Neucharakterisierung sein. Auf der anderen Seite ist es schlecht, wenn das Biest dadurch im Schatten steht und das Biest sehr blass wirkt und, finde ich, auch nicht mit der Präsenz von Emma Watson hier mithalten kann. Und das ist dann doch ein bisschen schade. Sonst sind die Schauspieler aber auf jeden Fall recht gut besetzt worden. Kevin Kline, den sehe ich immer wieder gerne. Der hat so eine liebe Ader drauf, wo ich immer ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert bekomme. Wir haben weiterhin noch Luke Evans und Josh Gad. Also der Luke Evans sorgt so ein bisschen für den schmierigen Teil, Josh Gad für den witzigen Teil. Also die Schauspieler sind auf jeden Fall sehr gut besetzt worden. Wie gesagt, bis auf das Beast, da finde ich, funktioniert die Chemie leider nicht ganz so gut, wie ich sie mir erhofft hätte. Und das ist ein bisschen schade, wenn die Liebesgeschichte nicht so schön rüberkommen kann, wie sie halt bei Die Schöne und das Biest rüberkommen muss eigentlich. Ja, was kann ich handlungstechnisch sagen? Da muss ich leider sagen, dass ich auch Abstriche machen muss. Denn die Handlung ist leider 1:1 kopiert. Man hat noch versucht, ein paar Hintergründe einzubauen, ein paar Sachen zu erzählen, die vielleicht nicht erzählt wurden. Aber das macht den Film eher länger und manchmal heißt es dann doch, in der Kürze liegt die Würze. Was man in 4 Seiten erzählen kann, sollte man nicht in 8 Seiten erzählen. Das hat mir mal ein Lehrer gesagt. Und das, finde ich, ist eine ganz interessante Redewendung, die hier auch auf den Film zutreffen kann. Dasselbe ich nenne es jetzt ab jetzt das Cinderella-Problem, weil bei Cinderella war ja so eine Neuverfilmung, die nichts Neues geboten hat, die einfach nur der Klassiker in lang war und mit realen Figuren halt. Und das funktioniert für mich nicht. Richtig gemacht hat das The Jungle Book, die halt neue Charakterzüge verliehen haben den Charakteren und auch neues Ende, neue Handlungsstränge. Also so funktioniert es auf jeden Fall. Aber halt bei Die Schöne und das Biest, der ist 130 Minuten lang. Diese ganze Einführungsphase, in der wir das Biest sozusagen lieben lernen sollen, die ist viel zu lang geraten und ja, da langweilt man sich dann doch ein bisschen arg im Kino. Dann haben sie noch ein paar musikalische Einlagen hinzugedichtet, wo ich auch sagen muss, wieso? Denn es gab doch schon genügend im Original und es war genau die richtige, ja, die Mitte, die goldene Mitte haben sie gefunden. Und bei der Neuverfilmung ist es halt ein bisschen over the top und das finde ich sehr schade. Also es ist ein Film geworden, den man sich angucken kann, der eine malerische Optik hat, tolle Kamerafahrten. Die Musik ist, wenn sie eingesetzt wird, auch wirklich schön und herzergreifend und rührt in einigen Momenten auch zu Tränen. Aber leider
reißt es die Handlung echt nicht raus und deshalb ist es doch eine kleine Enttäuschung. Es gibt 6 von 10 Punkten von mir. Den Gang ins Kino ist es wert, wenn ihr mal Emma Watson als Belle sehen wollt oder wenn ihr so krasse Schön und das Beast-Fans seid, aber man kann es sich auch auf DVD angucken. Das war's mit meiner Kritik. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal auch wieder und ich hoffe, ihr schaut mir auch da wieder zu. Bis dahin, euer Lou.